sind jetzt alle da im Chat. Also auch die, für deren Musik ich immer eine Urheberrechtsverletzung auf YouTube bekomme. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem bescheidenen Thorsten. Ja, wo wollte ich eigentlich darauf hinaus? Wir haben immer noch kein, ich nenne es mal so, Event. Es gab heute die ersten Ankündigungen im Clash of Clans Blog. Das heißt, was wird verschlimmbessert, was kommt, was wird und was ist jetzt auch schon implementiert. Das habt ihr sicherlich auch schon mitbekommen. Wo ich aber noch drauf hinaus wollte, ich mache das immer blur, das Hallo YouTube. Das sieht, den Chat sieht keiner. Wo ich noch auf hinaus wollte, falls ihr es noch nicht gesehen hattet, in dieser tollen, coolen Szenerie, ich habe es gestern ganz vergessen, gibt es natürlich noch ein paar echt geile Gimmicks. Denn wenn man ein bisschen weiter reinscrollt, ihr seht das nicht, wenn ihr weit rausscrollt und geilt euch nur an dieser Szenerie auf. Nein, das ist es nicht. Ihr müsst einfach mal ein bisschen näher reinschauen, denn an der einen oder anderen Stelle, da kommen hier so eine Symbole, ja. Und wenn man auf diese Symbole klickt, dann kommt da ein bisschen Story. Das finde ich ultra, ultra cool. Muss ich echt sagen. Das hypt mich noch mehr. Und ich fände es sogar noch schicker, wenn das so ein bisschen random passiert. Weil hier habe ich mir jetzt erstmal die zwei Stellen gemerkt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch eine Stelle mehr. Warte, es gab noch eine andere Stelle, wo es das gab. Oder wo ich es entdeckt habe, so muss ich sagen. Das ist hier bei dem gewaltigen X-Bogen hier. Da gibt es das auch und da passt das sogar. Es gibt vier Stück, siehst du. Dann habe ich noch gar nicht alle gefunden. Aber nicht spoilern, ich werde sie finden. Ich habe heute schon so ein bisschen abgegrast und habe sie wahrscheinlich noch nicht gesehen. Das ist auch eher Zufall, als ich das heute gemacht hatte. Weil ich habe das in einem Video gesehen und wusste nicht, wie haben die das jetzt ausgelöst. Ne? Wie haben die das ausgelöst und bin dann jetzt überall an so gewisse Punkte gegangen, um zu gucken hier, wo ist hier noch was, wo kann hier noch was sein, ne? Was so ein bisschen Story wirkt, aber ich habe tatsächlich nichts mehr gefunden und wenn ihr sagt, es gibt vier, dann habe ich zwei noch nicht gefunden. Okay, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wo ich die anderen beiden finde. Ihr seid ja sowieso die ganz, ganz faulen Schreiber unter euch, außer Sparkling, der schreibt wenigstens immer für ein Algo, dann werde ich die auch sicherlich finden. Aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe die Bananen auch noch nicht gefunden. Schluss jetzt. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das neue Recruiting-System. Ich nenne es mal neues Recruiting-System, obwohl es immer noch nicht den Global-Chat ersetzt. Kann es auch nicht, aber das neue System hier mit meinem Clan und der Clan-Mitteilung, das finde ich wirklich, wirklich gut. Allerdings eine Sache fand ich noch nicht so ausgereift, muss ich sagen. Unser Clan zum Beispiel steht ja, glaube ich, nur auf Einladung. Und wenn ihr hier etwas einstellt und ihr steht trotzdem nur auf Einladung, können die Leute trotzdem reinjoinen, wenn sie den Ansprüchen hier, wenn sie alles erfüllen. Im Moment ist unser Clan nicht an der Pinnwand. Ich werde ihn jetzt mal wieder anpinnen, weil wir haben immerhin 4800 Pokale als Voraussetzung, dass man hier joinen kann. Also die Leute müssen schon ein bisschen höher sein. Dementsprechend denke ich auch mal, dass sie auch ein bisschen, ich nenne es mal so, besser gelevelt sind, sodass wir auch Leute finden, die oder deren unser Profil zusagt und denen auch deren Profil zusagt. Ja, das ist nicht immer so, das werdet ihr gleich sehen, denn so ein Schuss kann auch nach hinten losgehen. Ich hatte das irgendwo im Hinterkopf, habe es aber heute nochmal nachgelesen. Gerade in dem ersten Clash of Clans Blog, der heute rauskam, stand das ganz klar drin. Auch wenn der Clan geschlossen oder auf Einladung steht und derjenige, der sich bewirbt oder auf Join klickt, kann reinjoinen. Einfach so und dann sind die Leute plötzlich einfach so drin. Und das hat dann doch auch mich so ein bisschen verwirrt, muss ich ganz klar sagen. Denn du weißt ja nicht, will ich die wirklich haben. Dann guckst du dir die an, die haben ja die Voraussetzungen erfüllt. In dem Clan hier ist es ja ganz oder relativ klar, was wir haben wollen. Ich weiß nur nicht, obwohl doch Clan aus Rathaus Level 14 ist, glaube ich, in Ordnung. Ich würde fast sagen, sonst können alle rein. Machen einen Raid-Hit und blocken den Platz. Da können wir aber noch gegensteuern. Ich lese es gerade im Chat, Leute. Da kann man immer gegensteuern. Wenn die natürlich machen so einen Raid-Hit und blocken den Platz. Wir sehen schon, wer kommt, wer geht, wer überhaupt auch mal sich
sich vorstellt. Die Vorstellung darf halt auch nicht fehlen. Wenn ich in irgendeinen Clan reinkomme, dann schreibe ich ja wenigstens guten Tag, guten Abend, willkommen oder was auch immer. Und so gar nichts ist auch ein bisschen doof, würde ich sagen. Na, Pygmäe. Ist auch ein bisschen doof, aber also das Feature ist noch nicht so ganz ultra ausgereift, finde ich. Aber ich denke mal, es haben einige ihre Clans etwas verfüllter bekommen. Zum Beispiel wir beim Clan Free-to-Play. Ja, wir beim Clan Free-to-Play sind nämlich so ein bisschen gebrandmarkt gewesen davon gestern und heute. Denn ich, Dussel, habe das hier oben eingestellt gehabt in der Clan-Mitteilung. Jetzt ist sie schon wieder raus, sie läuft nur einen Tag. Ist jetzt angepinnt. Aber wir suchen halt das Abrasus Level 13. Und wenn ihr hier mal seht, was hier los war, ja, hier kommen und gehen die Leute. Ist natürlich doof. Manche, die es nicht erfüllen, ja, Monkey D. Ruffy, den will ich sowieso nicht mehr sehen. Ja, das ist auch so ein Account, so ein Superhyper. Ne? Das ist so ein Superhyper. Der kommt hier sowieso nicht rein. Aber die müssen halt immer noch anfragen, wenn es nicht passt. Ja. Aber es sind hier halt einige reingekommen und niemand hat mal was gesagt. Ne, bitte lasst mich rein, ja. Nee. Ja. Und das ist schon ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen jetzt machen soll. Echt keine Ahnung. Ob wir mit dem jetzt einen Clan-Krieg spielen. Weil ich könnte ja mal schauen, ob von den neuen überhaupt jemand grün ist. Weißt du, viele kommen ja auch einfach nur so rein. Und ihr seht das hier, ne? Alle, die hier so neu sind, ne? Jacquesi, Heisenberg, Ritwan, das sind alles neue, alles rot. Gummibärenbande da oben auch. Und dann lohnt sich das auch nicht wirklich. Dann kickst du die, glaube ich, nach einem Tag wieder raus, wenn die so gar nichts machen. Aber immerhin könnten wir jetzt wieder einen 20er Clankrieg spielen, ne? Ja, die Poké-Anforderungen so hochstellen. Ich glaube, wir müssen die Poké-Anforderungen dann so ein bisschen höher stellen, weil wir selber haben ja eigentlich nur 400 benötigte Trophäen und nichts im Nachtdorf und auch der erforderliche Rathauslevel ist auch 13. Also es kommen hier halt auch kleineren rein oder sie erfüllen das nicht. Aber dann fragen natürlich trotzdem welche an, die jetzt dem Profil nicht entsprechen. Wie zum Beispiel hier oben, den habe ich abgelehnt, weil der entsprach dem Profil nicht, weil... Ah ne, der war es gar nicht, glaube ich. Warte mal. Ich hatte schon einen abgelehnt von Herr Avatar. Oder war es noch da weiter da oben? Ich habe Kasse voll. Superhexen machen echt Spaß. Lass mal gerade gucken. Weißt du, die passen dann gar nicht vom Profil. Ne? Neuner Royal Champion und die Helden mehr recht als schlecht, aber trotzdem schon Rathaus 15. Und nein, jetzt habe ich den schon wieder eingeladen. Warum klickt man immer so schnell auf Einladen? Bitte ablehnen. Und dann guckst du, dann hast du auch noch ein Kackdorf, ne? Es ist halt wirklich sehr, sehr schwer. Was schreibt der Tech? Das ist schade, wenn man keine Leute für den CK hat. Wir haben eigentlich genug Leute, so ist es nicht. Aber es ist eigentlich eine Katastrophe, schreibt der TI hier, dass wir so viele Leute sind. 47 von 15, von 50 und wir bekommen, okay, es ist nach der Liga, Leute. Die Clan-Member jetzt nach der Liga machen etwas, so wie Old Greenhorn, der macht jetzt ein paar Tage was anderes oder einige backen ja erstmal Helden danach. Ich denke mal so mittig in dem anderthalb Wochen nach der Liga wird sich das wieder ein bisschen akklimatisieren, dass die Leute wieder ein bisschen mehr spielen, weil sie haben dann ein Heldenlevel irgendwo gemacht oder zwei Heldenlevel, je nachdem, wie es gepasst hat. Und dann machen die ja auch hoffentlich wieder mehr Clankriege, weil Clash of Clans, Leute, ist nach wie vor Clankriege. Ja, man kann auch Solo spielen, man kann auch Casual spielen oder Ultra Casual. Du lockst einfach nur ein, holst dir ein bisschen was ab. Aber dieses Feature hier, einerseits finde ich sehr, sehr gut, dass es sowas gibt und dass es auch ein bisschen anders funktioniert. Ich denke mal, wie gesagt, einige haben ihre Clans jetzt über die letzten beiden Tage, wo das ja jetzt aktiv war, schon etwas befüllter bekommen, aber ich denke mal nicht so, wie sie es gerne hätten, ja, wie die Leader das auch gerne hätten. Und wir müssen auch überlegen, wen kicken wir davon eigentlich mal raus. Wie gesagt, es hat nicht ein einziger mal geschrieben, guten Abend, hey, ich freue mich, dass ich da bin und ich hoffe, dass ich hier bleiben kann und spiele viele CKs und ich bin auf jeden Fall mit dabei. Mensch, ihr tippt ja so viel im Chat, hier ist ja sowas von los. 1 von 47, krasser Scheiß, hier geht die Post ab, ja. Geht es eben nicht, weil die Leute müssen natürlich auch wissen, wie wir so ein bisschen ticken hier. Ja, und wir ticken halt auch ganz speziell im Clan.
Free-to-Play, denn wir sind ultra-casual eingestellt, viele haben Arbeit, oder die Masse, würde ich fast sagen, hat von uns Arbeit und geht halt normalen Jobs nach und ist so aktiv, wie man es halt sein kann. Was haltet ihr von dem neuen Feature? Ist das in Ordnung? Schafft Supercell dadurch den Global zu so ein bisschen wieder zu ersetzen, weil man einfach joinen kann, auch wenn der Clan eigentlich gar nicht so steht? Oder sagt er, das eine ist so, das andere ist so, das ist wieder so ein bisschen was gemacht, ja, aber noch nicht so ganz ausgereift. Also wie so ein Gesetz, was auf den Weg gebracht wird und dann findet er es alle toll und einer liest mal richtig rein und sagt dann, das ist doch nicht so toll, Leute. Ja, wir können den Rentnern nicht so viel Rente geben. Ja, sonst fangen die noch an, Häuser zu bauen und Werbepumpen zu kaufen. Ist natürlich ein Scherz, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ja, also ich finde es eigentlich, auf der einen Seite finde ich super, ist cool, dass sie überhaupt was machen. Ja, auf der anderen Seite ist es auch wieder mit dieser, ich brauche nicht eingeladen werden, ich brauche nur dem Profil entsprechen und wenn ich der letzte Spieler dieser Welt bin und ich eigentlich alle nur beleidige und einfach nur durch die Clans springe, die jetzt offen sind, weißt du, und ich freue mich in Ast, hahaha, endlich komme ich mal in den Clan rein, sonst hast du mich immer abgelehnt, ja? Ist halt schwer zu deuten. Wie gesagt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, auch wenn ihr faule Kommentarschreiber seid, ansonsten gerne einen Kommentar für den Algo und ich wünsche euch ein prächtiges Wochenende. Ist das wunderprächtig urheberrechtlich geschützt oder patentgeschützt? Nee, ne? Dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in weiteren Livestreams und in weiteren Videos. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Clashed.